Wir sind wieder zurück hier in unserem Studentenwohnheim. Oh, im Großraum-Terrarium. Das war ja aber unhöflich. Sag mal. Du. Ja? Raus hier. Raus. Alles klar, 4 Kupfer, 2 Glibber, Träumchen. So, was wollten wir machen? Schon wieder ein bisschen her. Ich wollte, glaube ich, erstmal hier Sachen oben bei Josef verkaufen, bei unserem Senior-Studenten. Gucken wir mal. Ja, Geschäft, mach mal Geschäft auf. Nun mach auf die Türen. Dankeschön. Wir wollten hier noch 2 Sternschuppen verticken. Na, 10 Silber, es geht doch. Gut. Was haben wir noch? Schöne Fliegennetz. Nee, das, nee. Ich meine, braucht man die? Ich weiß nicht. Wahrscheinlich ja, aber ich bin mir nicht sicher. Ein Amboss haben wir auch schon. Eine Sichel. Ich bin mir echt sicher, dass wir eine Sichel gekauft hatten, aber ich finde sie nirgends. Wir könnten sie uns kaufen. Die ist um einiges stärker als das Kupferschwert. Und ist schnell. Okay, das Kupferkurzschwert ist sehr schnell, alles klar. Warum hängt denn das hier gerade so? Bergmannshelm. Oh, den will ich haben, den brauche ich. 4 Gold. Wir haben 1. Alles klar, das heißt, wir müssen eigentlich auf Tour gehen. Ja, dann machen wir es mal. Ach, warum habe ich immer noch... Ach so, stimmt ja. Ich wollte ja hier Thorstens Hammer mal schwingen und hier ein paar Fenster reinbauen. Ach Mensch, das habe ich auch fast ganz vergessen. Wie war das hier mit Markieren? Hallo, Markieren? Ach nee. Mit der Spitzhacke ging das ja, oder? Auch nicht? Doch. Warum wird das nicht mehr markiert? Hä? Oh, da müssen wir mal gucken, da müssen wir mal gucken. Wo waren das? Feldraster, nö. Alles an. Direkte Linie zum Cursor? Ja, weiß ich nicht. Wann schnell ersetzen? Nö, nö, nö. Hm, komisch. Das ist seltsam. Es war mal so, dass es angezeigt wurde. Ich weiß noch nicht, warum das gerade nicht mehr so der Fall ist. Aber gut. Es wird jetzt aber schnell hell. Ist mir, glaube ich, auch ganz recht. So. Also Fenster hier rein. Ja, ist ein bisschen dünn, ne? Kommt hier auch noch eins rein. So. Sieht sehr fenstrig aus. Ein Traum. So, dann auch hier auf dieser Seite nochmal. Pluff, pluff. Gut, wie viel haben wir noch? 6 haben wir noch. Das heißt, hier nicht. Hier sind Türen im Weg. Warum habe ich hier eigentlich Türen drin? Ach ja, stimmt, weil das vorher eine Ebene war. Hier können wir eigentlich zumachen. Ja, komm hier, mach mal zu. Ach, können wir gerade nicht, weil ich alles ins Sparschwein reingestopft habe. Ist natürlich sehr, sehr, sehr klug von mir, das Holz auch ins Sparschwein zu stöcken, zu stocken, zu stopfen. Stopfen. Holzwand. War das? Nee, das war normales Holz, ne? Ich glaube, normales Holz machen wir dafür. Haben wir doch. Aber wohl nicht genug. Komm, machen wir jetzt mal. So. Türen mal weg. Dankeschön. Ach komm, den stopfen wir auch gleich da rein. So, 6 und ja, pluff, pluff, pluff. So, die auch weg. Warum mache ich da eigentlich schon wieder so viel Holz dran? Da sollten doch noch Fenster rein, Mann. Ach. Sagt doch auch keiner mal Bescheid, weißt du? Entschuldigung. So, dann, obwohl da können wir sogar noch ein größeres Fenster noch reinbasteln. Hier nur nicht wegen der Fackeln, weil sonst habe ich die gleich wieder im Inventar. Außerdem, der ist alt, der ist schon fast blind, der merkt das sowieso nicht. Der sieht das nicht mehr so eng. So. Sieht man anhand seiner Zeugnisse schon. Bluff, bluff, bluff. Und jetzt haben wir noch 1 und das reicht gerade so. Na gut, alles klar, gut, das soll mir auch reichen. Nee, von dir will ich nichts. Du quatschst mich bloß komisch voll. Mit irgendwelchen komischen Dingen. So, jetzt wollen wir hier mal Holz und Türen. Die Türen kommen erstmal hier wieder rein. Hier. So, jetzt wollen wir erstmal ein paar... Ach so, okay, so geht es natürlich auch. Geht sogar schneller. Ja, komm, 50 Holz für Fackeln nehmen wir mal mit. Ich weiß, wir haben nur 32 Clipper, das heißt 32 Fackeln können wir nur machen, aber hey, was soll's. Ist ja auch egal. So. Tür auf. Tür zu. Es hakt dauernd so ein bisschen. Ich weiß noch nicht, woran das liegt. Ich mache gar nichts nebenbei. So, hier mal vielleicht hier rein irgendwie. Ja, komm, machen wir mal. Ah, toll, Stein. Na, ist ein Traum.
weiß nicht, will ich mir um eine neue Höhle jetzt buddeln? Ich bin mir gerade nicht sicher. Wir hatten da doch schon eine schöne Höhle gefunden. Ach ja, stimmt ja, da war ja was. Wir hatten schon eine schöne Höhle gefunden. Zumindest Eis. Eis. Quatsch, Eis. Sand. Sand haben wir, weiß Gott, genug. Warum gehen wir schon wieder auf Erztour? Ja, weil wir Material brauchen, um besseres Werkzeug zu bekommen. Was vielleicht auch ein bisschen schneller ist. Zumindest hoffe ich das. Ja, mal schauen. Ich weiß nicht, wie schnell man hier tatsächlich neue Werkzeuge bauen kann. Zumal ja einem nirgends die Rezepte angezeigt werden, Mann. Das ist ein bisschen schade. Und immer ins Internet dafür zu gehen, das halte ich für wenig sinnvoll. Ich mache das gerade übrigens sehr klug, ne? Ich buddel mich gerade nach unten. Und zwar so ziemlich senkrecht. Das ist, glaube ich, sehr, sehr schlau. Viel zu viel Sand. Yeah. Und irgendwie ist hier dauernd Nacht auf dem Planeten. Ich weiß auch nicht, was hier los ist. Ah, naja, gut. Wir buddeln uns mal wieder nach oben, oder? Ach nee, komm. Wir sind auf dem Weg nach unten, von daher warum auch nicht ganz runter. Ach, hier kommt schon wieder so ein Glibber. Na komm, ich piek's dich. Weiß nicht. Na gut, dann Pech. Fackel. Ja, wir müssen erstmal eine Fackel nehmen. So. Dahin. So. Na, kommst wohl nicht runter, wa? Hehehehe. Der hat's auf uns abgesehen, der Spinner. Ah, Moment. Es ist schon wieder Nachtzeit, es ist schon wieder Zombie-Zeit. Und hip. So. 8 Erde. Ja. Sehr klug. So. Nu, setz doch mal dran. So, ja, von mir aus auch so. Mir soll es recht sein. Jetzt haben wir hier unten nämlich ein bisschen Ruhe. Vor dem ganzen Toten und Untoten. Finde ich sehr schön. Aber warum gibt es hier so viel Sand? Ich habe mein Haus aus Sand gebaut. Ich bin doch kein Idiot. Ja, ja. Naja. So, mal gucken. Wenn das hier alles Sand wäre, können wir hier uns einfach hier so schräg runterbauen. Aber momentan sind wir leider darauf angewiesen, uns senkrecht nach unten zu bauen. Und irgendwie... Ja, es klappt alles nicht so gut. Dauert ewig. Das ist gerade nicht so schön. Mal gucken. Wir schauen. Ich weiß, es ist sehr, sehr intelligent, nach unten zu bauen. Aber noch sehen wir, was unter uns ist. Das ist schon mal sehr gut. Es ist immer nur noch mehr Sand. Ja, Tja, ist ja. Schon hoch in. Das ist ja doof. Moment. Zack, dahin. So. Immer mehr Sand. Ich fasse es ja nicht. Es ist so viel Sand. Ah, hier sind wir endlich mal auf Stein getroffen. Das ist doch super. Pass auf, unter dem Stein geht gleich weiter mit Sand. Natürlich. Ach, du ahnst es ja nicht. Weißt du, will man seiner WG mal eine Freude machen und was Schönes köcheln? So ein paar Helme und so ein paar Waffen. Weißt du, und dann sowas. Das finste Sand. Könnte natürlich auch noch so ein Glaskasten vielleicht noch hinsetzen. Könnte man machen. Wäre vielleicht nicht so. Wäre vielleicht nicht das Dümmste, ne? Also Sand hätten wir genug für Glas. Könnte man machen. Ja. So, hier können wir eigentlich. Was ist denn das wieder? Warum verliere ich hier Leben? Ich habe doch gar nichts abgekriegt, oder? Ich weiß es gerade nicht. Ja. Also weiter. Tiefer. Immer tiefer rein. Ja, natürlich. Hier fängt schon wieder der nächste Sandblock an. Das ist ja echt fantastisch. Dann wollen wir mal noch weiter nach unten. Was hat er denn hier immer? Hat er irgendwelchen Kummer oder warum ist er dauernd am Schreien hier? 15 Leben. Komm. Wie esse ich die? Nicht so. So nicht. So? So?
Ja, gut, so geht das. Das ist interessant. Nee, so geht das nicht. Hä? Achso, ich regeneriere automatisch Leben. Ja, wie nehme ich denn die Dinge zu mir hier jetzt? Mit E? Nee, mit E geht's auch nicht. Komisch. Hä? Wie mache ich denn das? So nicht. Los. Vielleicht auf 7 und dann vielleicht? Ah ja, natürlich, natürlich, natürlich. Knack. Wieso ist da jetzt ein X durch? Keine Ahnung. Was weiß ich, was er schon wieder hat. Gut. Dann buddeln wir mal weiter, komm. Nochmal eine Fackel hier irgendwo hinsetzen. Hier so. Hier. Ach, hier ist eine Höhle. Das ist ja gut. Das freut mich. Hallo, 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 hallo. Ich möchte eine Fackel hinsetzen. Hallo. Da, ja, hier nicht. Na gut, von mir aus. Dann ist es so. Jetzt müssen wir auch noch den ganzen Sand von oben auch noch runterklöppeln. Das ist gerade nicht so schön. Das heißt, es kann sein, dass der Glibber vielleicht gleich mit runterkommt. Auch nicht so geil, aber okay. Wir gucken. Ich wünsche, das könnte ein bisschen schneller funktionieren. Wäre echt toll. Aber ich glaube, das ist wohl nichts erstmal. Da müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen länger noch durchhalten. Der erste kommt schon mal runter, ist schon mal schön. Das freue ich mich. Das freue ich mich. Lern mal sprechen, Typ. Ja, irgendwann mal. Wenn ich erwachsen bin. So. Also Sand, Sand, Sand. Ach ja. Ich bin ja schon froh, dass sich das Werkzeug nicht abnutzt. Aber irgendwie diese Kupferspitzhacke ist wirklich nicht sehr schnell. Kann man... Was ist das? Ach, hier wahrscheinlich wieder Sternstuppen. Kann man später vielleicht vorhandene Spitzhacken auch noch upgraden? Geht das vielleicht auch noch? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Ich kenne das Spiel nicht. Ich bin neu hier in der Gegend. Ich bin neu in diesem Terrarium. Ich muss mich erstmal daran gewöhnen, mich von allen hier anglotzen zu lassen. In diesem Terrarium hier, ne? Ja, also hier so. Mal gucken. Ich bin ja echt mal gespannt, was aus diesem Spiel noch so wird. Also aus diesem Spiel hier auf dem Kanal. Ich bin echt mal gespannt. Schauen wir mal. Der Sand ist ja wirklich ein bisschen nervig hier. Vor allem, dass man davon auch noch erschlagen wird. Das ist ja nicht so schön. Aber gut. Damit kommen wir durchaus zurecht. Mit Axt klappt das nicht, ne? Mit Axt? Nein, mit Axt geht das natürlich nicht. Natürlich nicht. Auch ist auch nicht schlimm. Ist ja nicht schlimm. Hauptsache Josef hat seine Fenster, das ist gut, kann sich in seinen Rollstuhl reinsetzen und dann erstmal da stundenlang aus dem Fenster starren, warum auch nicht. Das war jetzt gemein, ne? Ja, ich weiß. So. Ach, Junge, ich glaub's es denn. So, jetzt haben wir es aber. Na, wollen wir mal gucken. Was ist das hier? Eisen, jawohl, das brauchen wir. Eisen brauchen wir und zwar reichlich. Leider ist es nicht sehr reichlich hier vorhanden in diesem Höhlenbereich. Ist gerade nicht so schön. Und kann man das auch irgendwie ausschalten? Wäre toll. Da müssen wir nochmal gucken. Das ist gerade ein bisschen störend, dass da dauernd das aufblöppelt, was ich da gerade abgebaut habe. Ich meine, sinnvoll ist es, aber ja, sonst. Neues Item markieren. Ist das das? Nee, glaube ich nicht, ne? Nee, das ist es nicht. Cursor? Nö, auch nicht. Linie zum Cursor? Blablabla. Auch nicht. Nee, Steuerung? Nee, das ist ja wohl nix. Na gut, alles klar, dann ist es so. Alles klar. Hätte sein können. So, mal gucken. So. Jetzt geht's hier weiter. Ich glaube, habe ich hier eine Höhle gefunden. Hier ist doch irgendwie was, oder nicht? Oder nicht? Du klopp doch mal den da drunter weg. Vor deiner. Ja, genau. Man muss wirklich ganz genau draufziehen, damit er den dann auch abbaut. Aber ihr kennt das ja schon. Ich noch nicht. Mir ist das noch nicht so ganz so klar und geläufig, aber es ist trotzdem niedlich, das Spiel. Es ist wirklich sehr niedlich. So, wird mal wieder Zeit für eine Fackel, ne? Ich glaube ja.
Fackel. Dahin. Dahin? Danke. So, Wolfram. Jetzt geht's weiter. Wolfram. Was ist da los? Was war hier gerade los? Okay, da ist irgendwas. Würde mich interessieren, was da ist. Also statt den wertvollen Stein abzubauen, baue ich lieber die wertlose Erde ab. Auch nicht schlecht. Naja, gut. Was willst du machen? Den Keller, den bauen wir übrigens auch noch um. Da kommen dann Steinwände rein. Und, ich habe auch vor, noch mehrere Gebäude zu errichten. Hier ist eine große Höhle. Das ist schön. Das freut mich. So. Fackel. Ui, okay. Das wäre ein Sturz in den Tod gewesen, glaube ich. Eieieiei. Ich möchte hier eine Fackel setzen. Dahin von mir aus auch. Gut. Wo haben wir einen Dreck? Ist das Dreck? Dreckblock. Jawohl, das ist Dreckblock. Das ist Dreckblock. Ach. Aha. Ja. 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 Okay. Ja, gut. Das geht schon mal einigermaßen. Das ist, glaube ich, okay. Okay, da komme ich nicht mehr hin. Ich kenne noch nicht die Reichweiten. Von daher verzeiht es mir bitte, dass ich noch ein bisschen dulli hier bin. Aber so ein bisschen. Das ist okay. Wie komme ich da jetzt am besten runter? Da müsste ich mich ja hier senkrecht runterbuddeln. Ach du Schreck. Oder aber, ach nö, wir machen das anders. Ach komm. Ich mache mir hier so eine schöne Treppe. So. So. Ja. Das hat recht, der Kleine. Hallo, 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 hallo. Ich glaube, so ist das sinnvoller. Was blubbert denn da unten? Ach, Quallen, alles klar. Das Qualle ist die, wahrscheinlich ist sie böse, ne? Quallen sind alle böse. So, mal gucken. Fackel. Alter, was ist denn das für eine... Was macht der Glibber hier unten? Der Schleim. So ein Schleimer. Hier mal eine hin. Dann springen wir mal hier. Springen wir? Nein, wir springen noch nicht. Noch nicht. Aber bald. So. Ja, jetzt, wo man es weiß, wie es geht, da geht es schon ein bisschen schneller. Das ist ein Traum. So ein Traum. Das bauen wir noch ab. Das stört mich in meiner Entfaltung. Steinblock, alles klar. Das ist ja schön, aber... Ich weiß nicht, brauchen wir wirklich so viel Stein? Wahrscheinlich ja. So, ein Händler kam, haben wir ja schon. Das ist ja der Josef. Unser Seniorstudent Josef. So, wenn wir jetzt aber hier, von hier aus vielleicht? Das geht nicht. Das geht nicht. Warum geht das nicht? Ich möchte, dass das geht. So, vielleicht. So. Kommt das wieder ab. Der auch. Passen wir hier durch? Nein, natürlich nicht. Natürlich passen wir hier nicht durch. Deswegen. So, jetzt passen wir durch. Fackel. Eine weitere. Wir verbraten momentan echt viele Fackeln. Kommt hier mal hin. Was ist das denn Schönes? Wolfram. Alles klar. Es ist nur in... In Klammern nur Wolfram. Du bist eine Qualle. Du bist eine sehr, sehr hübsche Qualle. Blauqualle. Ah ja, und natürlich gleich sehr angriffslustig. Natürlich. Ich piekse dich. Ich piekse dich, du. Ich bin noch nur sehr langsam, aber ich piekse dich. Ja, die kriegen wir gleich. Die kriegen wir gleich. Gleich haben wir so. Mit besseren Waffen geht das auch alles viel, viel schneller. Das klappt doch wohl. Ja. Ich weiß nicht, wie schnell wir uns unter Wasser bewegen können, ob wir überhaupt unter Wasser überleben. Ja, so ein bisschen. Ein bisschen überleben wir unter Wasser.
Alles klar. So, alles klar. Leuchtestab. Ein Silber, 9 Kupfer. Träumchen, Träumchen. Ich möchte hier eine Fackel hinsetzen irgendwo. So, dahin. Und jetzt, hier, nochmal Schatz. Schätze müssen gelootet werden. So, lassen wir das Wasser mal ab. Glaub ja, ne? So, tschüss. Ach ja. Da kann man damit ja andere ein bisschen ertränken, wer weiß. So, wie kommen wir da jetzt hoch? Am besten wieder mit Dreck. Komm, wir bauen uns mal mit Dreck hoch. Das geht natürlich nicht, obwohl hier Hintergrund ist. Warum geht das nicht? Ich will, dass das geht. Alles klar. Dann. So. Hüppa. So. Ich habe keine Erde mehr. Warum habe ich keine Erde mehr? So, aber mächtig unschön. Sand fällt runter. Das ist ja nicht so toll. Lehm. Ein Lehmblock haben wir dabei. Ist ja toll. Sandblock. Ja, ganz, ganz toll. Mächtig erstaunlich. Aber wahrscheinlich müssen wir die Steine jetzt verbraten. Weil Sand. Ich weiß nicht. Sand. Will ich jetzt wirklich Sand rein? Ach, komm, wir kommen. Egal. Wir schmeißen jetzt einfach mal Sand in die Höhle. Warum auch nicht? Gut. Passt ja. So, mal gucken. Komme ich da schon dran? Ja. Holzpfeil. 12 Holzpfeile. Naja. Besser als nichts. Das sind Scherben, ne? Das sind nur Scherben. Gut, das ist nur Stein, glaube ich. Da müssen wir mal sehen. Jetzt, ist da noch Leben? Ich glaube, da ist noch Leben.